Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde Star Wars Jedi Fallen Order. Mit dem unfähigsten Jedi, den es auf diesem Planeten gibt, nämlich mir. So, meine Freunde, wir sind auf einem neuen Planeten. Und ja, ich bin tierisch gespannt, was dieser Planet jetzt dann für ekelige Viecher für uns wieder bereithält. Weil das scheint ja ein neuer Teil zu sein. Zeit? Und wenn ich sage Nein... Nein heißt bei Elmo Nein! Au! Du bist seit Bracca weit gekommen. Aber dein Redest du trotzdem mit noch fern. Entschuldigung. Wissen, welche Herausforderungen dich noch erwarten. Ich schaff das. Ich kenne deine Fähigkeiten. Darum geht es gar nicht. Ich weiß, was zu tun ist. Ich hab's schon getan. Kerl, selbst die stärksten Jedi. Ich bin nicht Triller. Ich schaff das. Ich weiß, das habe ich auch nicht gesagt. Ich erwarte nicht, dass ihr irgendwas sagt. Es ist okay, Sir. Echt. Ich sorge mich um dich, Kerl. Mehr nicht. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Hey, ich weiß, wir haben unsere Probleme. Aber ich muss mit euch reden. Ich brauche Hilfe. Ich höre. Ich spüre wieder die Macht, aber bin immer noch blockiert. Warum ist das wohl so? Wenn ich beginne, mich zu öffnen, sehe ich Meister T'Pol. Und du hast trotzdem weiterhin deine Verbindung zur Macht vertieft. Weißt du, was mir das sagt? Dass ich nicht weiß, was gut ist? Dass du stark genug bist, deine Gefühle zu akzeptieren. Du musst dir Zeit lassen. Sir, ich... Vielen Dank. Es war wichtig. Na dann. Wow. Zum Glück haben wir da nicht gestanden. Was ist das für ein Ding? Es sieht nicht freundlich aus. Na, okay. Was das für ein Viech ist, ich glaube, wir werden es gleich rausfinden. Und ich denke, wir werden es töten. Hierher, BD. Auch Unterstützung. Irgendwas findet man immer. Ich brauche Hilfe. Wirf mir ein Stim zu, BD. Das ist das, was ich gemeint habe. So, viele Wege führen nach Rom. Das ist einer davon. Oh, schön. Oh, wieder so eklige Viecher, ey. Warum eigentlich? Yeah.
bräuchte Hilfe, BD. Ach, wieder so ein Ding. Hey, BD, sieh's dir mal an. Okay, BD, was ist es? Neuer BD-1-Skin erhalten. Okay. Ich finde den eigentlich ganz knuffig, wie er ist. Was? Wo? Würdest du mir bitte helfen? Ich hab gerade so freigeschaltet, okay. Gut. Eine Warnung? BD, meinst du, du kannst sie hacken? Du musst es einfach wissen, stimmt's? Oh, du hast was gefunden. Ein Sender halt. Was denn für ein Sender? Aber wahrscheinlich fürs Lichtschwert. Waren wohl wirklich hier. Ungewöhnlich. Der Ort wirkt verlassen, aber... Was machst du hier, Jedi? Du musst eine Schwester der Nacht sein. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Nicht alle. Datomir ist für dich verboten. Los, verschwinde! Naja, das geht leider nicht, aber vielleicht könnten wir einander helfen, weißt du... Ruhig. Ich bin nicht dein Feind. Dein Handeln sagt dir etwas anderes. Warte, ich bin nicht hier. Warte! Na, prima. Wer ist da? Komm schon, kämpfe mit mir! Bezahle für die Sünden der Jedi. Angriff! Verhindert, dass er sich bewegt. Ordentlicher Treffer! Alle werden fallen, genau wie dieser Fremde. No. Okay. Mr. Unfähig ist wieder am Berg. So.
So, und nun kann ich jetzt den ganzen Weg hier gleich nochmal machen, oder? So, mal schauen. Wir haben wieder zwei Fähigkeitspunkte. Und ich glaube, ich weiß, was ich mache. Und zwar das mit den Stims. Dass die Heilung besser ist. Schießen die auch noch mit Lasern oder was? Bleib nah an ihm dran. Ein ordentlicher Treffer. Brüder, helft mir! Er blutet. Bringt es zu Ende. Bitte, hier! Er heilt seine Wunden. Noch mehr nach, Brüder. Ich werde sie alle retten. Hör auf, dich wegzuducken und kämpfe. Ich brauche einen Stim, bitte. Zeig mir deine berühmten Jedi-Fähigkeit. Ich würde sagen, das ist ein riesengroßes Missverständnis hier, Leute. Ich höre dich, BD. Zeig mal. Diese Tür bewegt sich nicht.
Wir haben uns hier auf dem ganz falschen Fuß erwischt. Jetzt hätte ich's geahnt. Was ist das für ein Gefühl, Jedi? Viel braucht es nicht mehr. Mein Training zahlt sich aus. Ja, dein Training ist besser wie meins. Ah, Leute, 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 Leute. Es macht mich langsam fertig, das Spiel. Puh. Okay. Stand den Geflügelten. Du, zeige dich. Eindringling, unter uns! Du kannst nicht gewinnen, Fremder. Er wird vor uns untergehen. Komm wieder her! Kämpft mit mir, Brüder! Er blutet. Bringt es zu Ende. Fremder! Deine Niederlage ist sicher. Blute, Ungeziefer! Hilfst du mir mal, BD? Dieser Schmerz bedeutet nichts! Hi, ich würde sagen, wir haben hier ein riesengroßes Missverständnis, Kinder. Hallo! Okay. Ja, und los geht's. Ja, sehen wir es uns an. Mentes-Lackierung als Rennfahrer. Och ja, warum eigentlich nicht? Ich könnte einen Stim gebrauchen. Willst du mal reinsehen? Zeig mal, was du gefunden hast. Ein neuer Lichtschwertschalter, okay.
Heizung freigeschaltet. Okay. Oh, ein Weggefährte. Jemand. Was? Wer bist du denn? Du hast wohl schon die Schwester der Nacht getroffen. Und dennoch bist du am Leben. Ein Lichtschwert. Nein, nein, nicht verstecken. Jetzt verstehe ich, wie du überlebt hast. Wer bist du? Nein, bitte hab keine Angst vor mir. Ich bin nur ein Reisender. Ich studiere die Natur der vergangenen Kulturen und toten Philosophen. Auch die Schwestern der Nacht? Oh, ich studiere vieles. Die Schwester der Nacht, ja. Auch sie. Oh. Ich traue dem Typen nicht so ganz. Sie war noch ein Kind, als der Krieg uns heimsuchte. Sie musste mit ansehen, wie ihre Familie stirbt. Was wisst ihr über diese Ruine? Ach die, ja. Unsagbar alt, das ist sie. Die Schwester der Nacht und ihre Sippschaft. Sie wurden verführt von der Kraft, die darin schlummert. Nein, meide sie. Ansonsten widerfährt das auch dir. Woher wisst ihr so viel über die Schwester der Nacht? Beobachtung. Ich habe viel gesehen, seit ich hier bin. Was soll das bedeuten? Muss es etwas bedeuten? Viele große Geister haben sich verloren auf der Suche nach Ordnung. Ich brauche eine Sekunde. Unser Feind ist da oben! Brüder! Vorsicht, Brüder! Du wärst nicht dicht wie sie. Ja, das hast du ja irgendwie. Ja, das ist erkletterbar, aber nur mit Ausrüstung. Sterb! Verrotte im Sumpf! Das habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. BD, hilf mir bitte. Haben wir das geschafft? Mit dir erlebt man was. Ja, was war das denn? Diese Tür bewegt sich nicht.
Du gehst keinen Schritt weiter. Schritt zur Seite. Nein, er hatte recht mit dir. Wer denn? Was? Jedi sind Diebe und dreckige Lügner und bringen nichts als den Tod. Pass ja auf, wenn du nochmal angreifst, strecke ich dich nieder. Oh, ich mache gar nichts. Aber meine ermordeten Schwestern. Sie bekommen ihre Rache. Na prima. Lass mal sehen. Ich fühle mich nicht gut, BD. Noch mehr und Tote. Verlasse diesen Ort. Ich würde gern was sehen, wo ich hinschlag. BD, stimm zu mir! Du wirst für ihren Tod bezahlen. Hilfst du mir mal, BD? Sie schafft es, diese Schwester der Nacht uns zu folgen. Sie hat sie Machtnutzer genannt. Aber so habe ich die Macht noch nie erlebt. Wir gehen besser auf Zehenspitzen. Moment, hast du überhaupt 10? Wenn diese untoten Uschis nicht reichen, müssen immer noch diese Drecksspinnen hier mit dabei sein, ey. Was ist das für eine fliegende Kreatur? Hoffentlich erfahren wir es nicht. Ja, ich habe die Theorie, das werden wir. Bitte nicht, Bruder, sie bringen Unheil. Ich reiße ihnen die Beine aus und pumpe ihr Gift ab. Ah ja. Hey BD, was ist das? Was hast du da? Alter, da drüben sitzt doch die Gottmutter des ganzen Übels, oder? Wahnsinn.
Brüder der Nachtrunen. Meinst du, wir nähern uns einem Dorf? Ja, Wahnsinn. Na los, verschwindet! Hier wurde jemand gejagt. Ja. Ich fühle mich auch etwas gejagt hier. Das war knapp. Wunderbar, Leute, an dieser Stelle bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und wenn ihr genauso noch so Bock drauf habt, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann kann ich es auch nicht ändern. Leute, habt noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, ciao und servus.